Dieses Let's Play wird Ihnen mit freundlicher Unterstützung präsentiert von Nordmarer Nebelgeist. Bringt Lebensenergie und Ausdauer wieder. Eine echte Spezialität. Yeah. Welcome back to the fourth part of Odyssey im Auftrag des Königs. German language. Ja, deswegen werde ich auch weiter Deutsch kommentieren. Ja, hat sich so einiges getan. Ich habe jetzt hier unten so eine Body-Konsole gebaut. Mal gucken, ob das so ein bisschen was bringt. Ja, also wir haben von irgendeinem Ritterchen einen auf die Mütze bekommen, weil wir hier was versucht haben zu stehlen. Deswegen werden wir erstmal ein bisschen Futter machen. Und zwar, und nehmen wir die dampfende Fleischsuppe, Wert 20 und Stärkebonus. Ach, das habe ich gar nicht gesehen, ne? Stärke plus 1, das ist gut. Das ist perfekt. So, Fischsuppe, Lebensenergiebonus 10. Lass uns erstmal abwarten. Das kriegt man bestimmt noch irgendwo mehr. Das war keine. Okay, nochmal die letzte auch nochmal. Gutchen, Gutchen, Gutchen. Logbuch. Alte Geschichten, das war Wenzel. Der alte Waffenknecht Wenzel hat in seinen langen Dienstjahren viel erlebt. Doch jetzt ist er traurig, weil er sich die jüngeren Waffenknechte nicht dafür interessieren. Vielleicht sollte ich mich überwinden und den alten Mann einfach mal zuhören. Okay. Die versunkene Flotte hatten wir schon. Der Alchemist. Wenzel hat mir erzählt, dass dem geheimnisvollen Alchemisten vor Jahren im Wald begegnet ist. Gut, okay. Das geht jetzt über diesen komischen Alchemisten oben im Turm. Neuigkeiten aus Wengard. Geheimes Reiseziel, das Horn des Schattenläufers. Da muss ich irgendwie was besorgen. Um ein besonderes Schwert zu schmieden, benötigt der Schmied Theodor das Horn eines Schattenläufers. Ein Schattenläufer hat aber bis jetzt noch keiner auf Athanos gesehen. Reim und Schlaf, das war das mit den Wanzen, wo er meinte. Das wären Wanzen gewesen. Ne? In der alten Bibliothek, wo niemand rein kann. Das hatten wir auch schon Grundausbildung. Da sollten wir uns ein bisschen um uns kümmern erstmal. So sehe ich das. Also, wenn die Zeit meiner Grundausbildung vorüber ist, bekomme ich den gewöhnlichen Waffenrock der Waffenknechte. Nur wie lange es dauert und die Grundausbildung und was muss ich tun? Da war nämlich was mit Armbrustschießen und sehr viele Kräfte halten müssen und geschickt trainieren. Okay, Armbrustschießen. Ach ja, die mittlere Geschichte ist wichtig. Um meine Grundausbildung zu beenden, muss ich mich bei Bruno im Einhandkampf und Armbrustschießen sowie in Stärke und Geschick ausbilden lassen. Im Einhandkampf und Armbrustschießen sollte ich mich auf 10% gesteigert und wenigstens 30% und 30% Geschick haben. Außerdem soll ich die Bücher über die Grundkenntnisse hierzu lesen. Sie befinden sich irgendwo hinter der Burg oder hier in der Burg. Nur leider ist unbekannt. Gut, okay, jetzt gehen wir mal weiter hier. In der Buchkommode haben wir, glaube ich, gelesen. Ja, dann haben wir da natürlich einen an die Waffel gekriegt. Ja, weiter geht's. Schauen wir mal, wo geht's denn hier rein? Das will doch keiner wissen. Ah ja, das ist hier diese Schreibkammer. Buchkommode. Da will ich noch nicht lesen. Ich will hier nicht, dass ich die ganze Zeit irgendwelche Texte vorlesen muss. Hier müssen wir gut... Was haben wir denn hier? Ein leeres Blatt. Oh, nachher kriege ich wieder einen auf die Fresse, oder was? Sorry. Vielleicht darf ich es ja nehmen. Oh, mal. Ein leeres Blatt. Ah, ist das? Eine Feder zum Schreiben. Das heißt also, ich habe jetzt die Utilities für die lustige... Genau, das habe ich auch gesagt. ...für das Schreibpult bekommen. So, das ist der Ritter... Mit Dieben will ich nichts zu tun haben. Versuch das ja nicht nochmal. Schau, ah, jetzt kommt die Musik. Sehr komisch. Vergiss. Warte mal. Was haben wir das jetzt auf 4? Dann machen wir mal hier 4, ne? Ob das geklappt hat? Den Vergessenspruch?
Da bin ich ja mal gespannt. Wie ist die Lage? Wenn du nichts Wichtigeres vorzubringen hast, verschwinde, Bursche. Wie kann ich Paladin werden? Diejenigen, die sich im Dienste Innos oder des Königs würdig erweisen, werden erwählt. Das heißt im Klartext, nur die Besten werden genommen. Aber davon bist du noch sehr weit entfernt, mein Junge. Okay, das ist ein armer, zittriger Ritter, der mir irgendwas erzählt. Ist wer hier noch da? Nein, ist nicht. Hier ist aber noch was. Ausgebrannte Fackel. Was war das denn schon wieder her? Doppelter Apfel. Eine Bürste. Hier haben wir noch eine Buchkommode. Vielleicht lernen wir noch was. Die große Seeschlacht. In der letzten Phase des zweiten Mutanisch-Varentischen Krieges trafen die beiden feindlichen Flotten vor Athanos zusammen. Der Feind zuerst. Sogleich begann dieser, um sein Heer am Land zu setzen, mit seinen Schiffskanonen den Hafen zu bombardieren. Doch richtete er dies kaum Schaden an. Auch mehrere Landungsversuche der Veranta scheiterten und mussten schließlich aufgegeben werden. Es war vor allem der Verdienst des damaligen Kommandanten von Athanos, Lord Sintran, dass der Feind bis zum Eintreffen der königlich myrtanischen Flotte Athanos nicht erobern konnte. Als schließlich diese vor Athanos antraf, erlitt die so schwere Verluste, dass sie bis zum Ende des Krieges kaum noch in eine Rolle spielte. Innos sei dafür gepriesen und gesalzen. Gut, okay. Ach ja, das ist hier die große Schreibtruhe. Geschichte hier. Ja, was machen wir denn jetzt mal? Ich würde mal sagen, das war jetzt hier die komische Eck. Es ist wieder unheimlich dunkel hier. Ach, hier ist doch was. Ist hier was? Das hätte er auch selber wissen können. Jesse, Wacholder. Was? Stängel Sumpfkraut. Das habe ich Es flackert immer, wenn ich was nehme. Sumpfkraut, Sumpfkraut? Ich hab Bock, eine zu kiffen hier. Sumpfenkrauten, wo ist du? Gibt nämlich immer was in Dirt. Weder zum Schreiben. Achso, ja. Sumpf, wo ist denn hier die Sumpfkraut? Wo ist denn der Stängel? Bin ich jetzt bekloppt, Dinger, oder was? Ach da, nee, Waffenbündel. Das hätte er auch selber wissen können. Meine Meinung kennst du. Ach da, ganz lütsch. Oh, wollen wir mal rauchen? Mal gucken, gibt es Erfahrung hier. Kann man sich nicht drauf verlassen. Das hätte ich dir vorher sagen können. Wir können nur abwarten. Bald nimmt nur einen Zug. Warum erfahre ich das jetzt erst? Also, alles in Zeitlupe. Ja, toll. Ich gehe jetzt mal eine Runde schlafen. Vielleicht kann ich dann da meinen Kifferschädel von bereinigen. Das geht natürlich gar nicht, wenn ich hier die ganze Zeit in Zeitlupe. Wir sind hier wieder falsch, ne? Oh, Mann! Ah! Gut. Oleg? Hallo, Oleg! Hallo, Oleg! Na, alles klar? Klar? Nein, Roland. Gar nichts ist klar. Das hört sich aber gar nicht gut an. Was ist denn los? Du weißt doch, dass ich abends gerne auf meiner Laute spiele. Ja, weiß ich. Und weiter? Und? Stört dich mein Geklimper? Nein, aber was heißt hier Geklimper? Du spielst richtig gut. Ja, ich finde, du hast sogar richtiges Talent. Danke, Roland. Aber leider sehen das nicht alle so. Na und? Es gibt immer Leute, denen was nicht gefällt. Da würde ich mir jetzt keine Gedanken machen. Leider muss ich mir Gedanken machen. Denn irgend so ein Spaßvogel hat meine Laute versteckt. Was? Deine Laute ist verschwunden? Ja, und ich kann sie nicht finden. Es ist zum Verzweifeln. Irgendeiner muss sie mitgenommen haben. Hast du denn einen Verdacht, wer damit zu tun haben könnte? Nun, es gibt einige unter den Waffenknechten, denen meine Musik nicht gefällt.
Vor allem Herbert, Gunther und Ralf regen sich am meisten auf, wenn ich spiele. Daher vermute ich, dass es einer von den dreien gewesen ist, der meine Laute versteckt hat. Vielleicht. Man sollte mal den dreien auf den Zahn fühlen. Gute Idee. Roland, kannst du nicht vielleicht mal mit ihnen sprechen? Vielleicht findest du ja was heraus. Ich würde es ja selbst machen, aber wahrscheinlich würde ich gar nichts von ihnen erfahren. Außerdem habe ich mir heute früh bei der Suche nach meiner Laute den Fuß verstaucht und würde daher nur sehr ungern durch die ganze Burg herumhumpeln. Ach, in letzter Zeit habe ich nur noch Pech. Kopf hoch. Ich halte Augen und Ohren offen und spreche mal mit den dreien. Vielleicht erfahre ich ja was. Ah, hoffentlich. Ja, mit der Laute ist er nicht gerade leiser, deswegen muss ich mal gucken, welche People ist da mal an. Ah, hier, Olegs Laute. Lolleg und Bolleg mit Oleg. So Oleg vermisst seine Laute, anscheinend hat der einer der Waffenknechte mit in seinen Schabernack getrieben. Oleg hat besonders Herbert, hat er den ausgesprochen, Günther und Ralf im Verdacht, mit dem Verschwinden der Laute was zu tun haben, da die Olegs. Da diese Olegs Musik nie leiden konnten. Ich sollte mal mit denen reinsprechen. So, jetzt müssen wir das mal hinkriegen. Und zwar Oleg und seine Laute. Ich wollte noch mal eine Runde schlafen. Geht das? Muss ich wieder woanders hin? Wahrscheinlich. Och. Ich hab mir das schon gedacht. Da ist ja noch so ein lustig. Genau, das habe ich auch gesagt. Jetzt komme ich wieder zu Ritter Kunobert. Nein, das geht so nicht. Können wir nicht machen. Machen wir hier mal Feuer. Das gibt doch nur noch mehr. Brennt nicht nur im Kamin. Feuer. Daran wird sich nie etwas ändern. Tankred. Haben wir doch auch noch was gehabt mit dem, ne? Ich weiß langsam nicht mehr, was ich doch auf der Hand. Nee. Alles klar. Warum erfahre ich das jetzt erst? Kann man sich nicht drauf verlassen. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Ein Bettchen in Ehren kann niemand verlieren. Das wird sich nie ändern. Und schlafen. Das hat er doch schon vorher gesagt. Das ist doch nichts Neues. Ah, bis Sonnenaufgang, bis zum nächsten das Morgen. Hätte ich dir vorher sagen können. Bis Mittag schlafen, bis 15 Uhr schlafen und bis 17 Uhr schlafen. Sehr interessant. Also 15 und 17 Uhr. Cool. Aber ich mache bis zum nächsten Morgen. Das ist nämlich auch eine neue Option bei Odyssey. Ja, brauchen wir irgendwie nicht. So. Das ist noch mein letzter Zauber gewesen. Ich brauche aber keinen Zauber. Voltaire. Ja, Voltaire war einer von den Lustigen. Dass ich nicht hier zu weit nach unten komme. Ach ja, der Knast. Hey. Na, Raimund, was macht dein Gefangener? Na, was soll er schon machen? Er sitzt. Wird noch eine Weile dauern, bis er seine Zelle ver... Okay, kann man schon... Können wir getrost überspringen. Irgendwie kommt mir das so vor, als komme ich hier nie raus. Was ist denn das für ein Mist? Leute, es ist sehr, sehr kompliziert hier. Ah, das ist doch wieder der Keller. Da habe ich mich echt verlaufen. Jetzt aber hier raus. Hier muss doch irgendwo rausgehen. Nein, jetzt bin ich doch schon wieder weiter oben. Sag mal, verreck. Stopp, da ist was offen. Da sieht man aber auch schlecht. Na also, da sieht man aber auch schlecht. So, Dille. Ja, mal runter hier. Ruckeling. Und da ist ja unser Wenzel. Mal gucken, ob er ihn wieder... Erzähl doch mal was über dein Leben.
Wollen wir das wissen? Naja, gut. Erzähl doch mal was über dein Leben, Wenzel. Wie, Roland? Willst du das wirklich wissen? Aber sicher, das interessiert mich sehr. Sag mal, warst du immer schon hier auf der Insel gewesen? Ja, das war ich. Schon mein Vater und mein Großvater haben hier auf Athanos ihren Dienst verrichtet. Glaubst du wirklich? Daher war es selbstverständlich, dass ich schon als junger Mann in die Armee eintrat. Damals war noch Lord Sintram Kommandant von Athanos gewesen, ein sehr fähiger Offizier, der unter anderem dafür sorgte, dass unsere Verteidigungsmöglichkeiten deutlich verbessert wurden. Er hat nämlich... Sehr interessant, Wenzel. Doch dafür habe ich jetzt keine Zeit. Du hast also in deiner Jugend viel erlebt. Ja, Roland, eine ganze Menge. Das waren noch Zeiten. Vor allem als der zweite Myrtanisch-Varentinische Krieg ausbrach. Meine Meinung kennst du ja schon. Wie? Auch den hast du erlebt? Ich hätte das nicht. Natürlich. Hier hat doch die bedeutendste Seeschlacht des ganzen Krieges stattgefunden. Und ich war dabei. Damals war auch die Rote Mine noch voll in Betrieb. Dort habe ich auch eine Zeit lang als Butler gearbeitet. Und um diese Zeit war es auch, wo ich den geheimnisvollen Rattenkönig gesehen habe. Mann, ich sage dir, das war vielleicht ein Erlebnis gewesen. Oder soll ich dir von der alten Bibliothek der Feuermagier erzählen? Auch das ist eine sehr interessante Geschichte. Ja, die guten alten Zeiten. Das Traurigste aber ist, dass keiner mehr was von meinen alten Erlebnissen wissen will. Wie oft höre ich die jungen Waffenknechte über mich tuscheln? Ich glaube sogar, dass mir die meisten kein Wort glauben. Aber so ist es nun mal. Wenn man alt wird, wird man von vielen nicht mehr ernst genommen. Ich habe nun mal das Pech, dass ich der Letzte der alten Garde bin. Die anderen, die meine Erlebnisse bestätigen können, sind schon lange tot. Aber egal, was sie glauben, was ich erzähle, ist wahr. Und das ist mein Zeuge. Ende. Okay, Wenzel hat jetzt endlich zu Ende gelabert. So. Ich werde jetzt hier schon völlig überfordert. Raimund Schlaf, Grundausbildung Paladin, Olex Laute, Sober Ralf, Gunther und Ralf im Verdacht. Wo war denn die jetzt? Gunther und Ralf? Das war doch oben, da wo ich eingesperrt worden war und bin. Wo war das? So wie hier, ne? Oder? Darf halt nicht alles glauben, was man hört. Nein. Wird sich nie etwas ändern. Ja, Jump. Ich hab so einiges gehört. Möglich ist alles. Ja. Hier durch. Dann sind wir weiter. Gunther, da ist er. Ja besser wissen. Und wie sieht es aus? Hallo Gunther. Hallo Gunther. Hast du Olex Laute gesehen? Was, Olex Laute? Hey, wieso fragst du gerade mich danach? Warum nicht? Also, was ist? Hast du sie gesehen oder nicht? Gesehen? Nein, ich... Ach, weißt du was? Lass mich einfach in Ruhe, klar? Wie du meinst. Doch eine Frage habe ich noch. Was hast du eigentlich gegen Olex Musik? Gar nichts. Doch Oleg übt einfach zu einer unmöglichen Zeit. Das muss endlich aufhören. Und jetzt lass mich endlich in Ruhe. Ich hab zu tun. Ich sollte ihn jetzt lieber im Auge behalten. Er hat auf die falschen Leute gehört. Wohl erwischt hier, wa, den Gunther? Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Da sind ja Hinz und Kunz. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Da dürfte gar keiner drin sein. Also das sind ein Waffenheins da. Truhe. Ist das wirklich wahr? Die Probleme habe ich. Hör doch, Wanzen. Wird sich das jemals ändern? Ups. Ich wäre mir da nicht so sicher. Waffenknecht? Da liegt jetzt noch einer. Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt.
Glaubst du wirklich? Blind. Ach, der mit dem... Oh, jetzt habe ich ihn geweckt. Dreh mal Nachtdienst machen. Genau das habe ich auch gesagt. Ja. Der ist so verpennt. Das hätte er doch besser wissen müssen. Dass er nichts mehr sagen will. Das hätte er doch besser wissen müssen. So, dele. Oh. Der arme Kerl kann einem leid tun. Durchmannschaft? Ach ja, da lag ja die Karte und ich Dussel hab natürlich vergessen, noch dort den Durchmannschafts-1-Schlüssel zu nehmen. So, dann haben wir jetzt hier den Ralf. So, Ralf. Ich hab da meine eigene Meinung. Wird sich das jemals ändern? Okay. Sag mal, was hältst du eigentlich von Wenzels Geschichten? Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Fragst du mich jetzt im Ernst? Na klar, also... Das hat er wirklich. Also ehrlich gesagt halte ich diese für reichlich übertrieben. Das heißt, du glaubst, dass Wenzel schwindelt? Nun sagen wir es mal so. Einiges wird wohl stimmen, das meiste ist aber bestimmt dazu gedichtet. Und das denken auch die anderen. Allerdings übertreiben wir nicht wie Herbert und ein paar andere. Die meinen sogar, dass Wenzel nicht mehr richtig im Kopf ist. Ich darf halt nicht alles glauben, was man hört. Aber was Herbert denkt, würde ich sowieso nicht ernst nehmen. Tatsache aber ist, dass die Geschichte mit der alten Bibliothek nicht stimmen kann. Da kenne ich eine andere Version. Und einen weiteren Stollen in der Mine hat es mit Sicherheit auch nicht gegeben. Wenn es da so viel Gold gegeben haben soll, warum hat man denn da nicht den Gang wieder freigeschüttet? Oder hör dir mal die Geschichte von dem Rattenkönig an. Das ist doch das reinste Märchen. Ich glaube nicht. Genauso wenig glaube ich, dass es unten bei der versunkenen Flotte syrianisches Öl geben soll. Woher will denn Wenzel das gewusst haben? Haben es ihm vielleicht die Varanter von ihrer Versenkung mitgeteilt? Wohl kaum, oder? Warum hört eigentlich keiner auf mich? Ja, Moment. Ich hab was anderes gehört. Erstmal Olegs Laute. Hast du Olegs Laute gesehen? Ich hab so einiges gehört. Wieso? Ist sie verschwunden? Meinst du? Ja. Mir geht es Hast du sie vielleicht gesehen? Nein, habe ich nicht. Meine Meinung will Aber ja wenn du mich hört. Fragst, dann kann sie von mir aus auch weiterhin verschwunden das bleiben. Das wundert mich nicht. Du scheinst Olegs Musik nicht zu ich mögen. Ich hab so einiges gehört. Naja, so kann man das auch nicht sagen. Das ist doch alles Gegen die Gerede. Musik an sich habe ich nichts. Aber Oleg übt Teufel spät am Abend, also gerade wenn ich meine Ruhe haben will. Nicht, du hast das nicht gewusst. Dann müsste mit dem Spielen halt eine Stunde früher aufhören. Das hat er wirklich Dann wäre mir das egal. Das heißt also, wenn Oleg auf deine Ruhezeit Rücksicht nimmt, hättest du auch nichts dagegen, wenn er weiterspielt. Nicht mehr, was ich glaub, genau so ist es. Ich erwarte nur, das dass Oleg etwas nicht. Mehr Rücksicht auf mich nimmt. Mehr nicht. Ich kann das nicht glauben. Ah, ja. Ist das wirklich Oleg. Wahr? Herbert. Sag nicht, das hast du nicht gewusst. Das ist doch alles nur Gerede. Hey, Herbert. Ich habe gehört, dass Von du mal etwas über Sean wissen wolltest. Was? Über Sean? Nee, über den wollte ich gar nichts wissen, kapiert? Nur abwarten. Doch, das hat Bruno mir erzählt. Du hattest doch furchtbare ändern? Bauchschmerzen, nachdem du... Hey, ich lass mich in Ruhe, Mann. Gehört. Ich weiß nichts, kapiert? Nichts. Das war doch schon vorher klar. Na komm, da war doch was. Ich sag nichts. Verschwinde bloß, sonst gibt's gewaltigen Ärger, kapiert? Das ist doch lange bekannt. Kapiert. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Warum hast du Wenzel das beleidigt? Mich nicht. Hey, Alter, was willst du von mir? Quatsch deutlicher, kapiert? Du hast zu Wenzel gesagt, dass er ein alter Schwätzer ist und dass er verschwinden soll. Richtig, Alter. Das dumme Geblubber ging mir auf den Keks. Na und? Das ist doch lange was der alte Knacker darüber denkt, ist mir vollkommen egal. Ich hab mir das schon gedacht. Der alte Knilch ist doch sowieso total plemplem. Das ist doch er spinnt total. Aber du gehst mir jetzt auch auf den Keks. Also lass mich in Ruhe, Alter. Kapiert? Ja. Nur du kapierst leider nichts. Ich wär mir da nicht so sicher. Oh gosh. Okay, hey Herbert, sag mal. Ich hätte das anders gemacht. Hey Herbert, sag mal. Was ist los, Alter? Ich hab da meine Willst du mich wieder voll quatschen oder was? Nö. Ich wollte nur wissen, ob du Olegs Laute gesehen hast. Ich weiß langsam nee, nicht Alter, mehr, was ich hab ich soll. Nicht. Und jetzt zisch ab. Das ist doch lange bekannt. Du magst wohl Olegs Musik nicht, was? Was ich quatschst du da, Alter? Mehr, hey, die Musik vom Oleg ist super. Erste Sahne, Mann. Verstehst wohl nichts von ich Musik, hab da was? Meine eigene Meinung.
Was ist? Sag mir nicht, hast du dich jetzt verschluckt oder was? Nein, aber... genauso, wie du dir sagst. Gefällt also Olegs Musik tatsächlich? Ich hätte das anders... Ja, natürlich. Das Einzige, was blöd ist, nicht, dass Oleg oft spät am Abend übt, wenn ich mal ein kleines Nickerchen machen will. Das heißt also, wenn Oleg darauf Rücksicht nimmt, kann er ruhig weiterspielen. Na klar, Alter. Warum nicht? Seine Musik ist doch wirklich spitze. Aber jetzt stör mich nicht länger. Ich hab zu tun. Ich hab was anderes gehört. Ja. Ich glaub nicht, also dass sich daran was ändert. Der will seine Laute haben, weil zwei Leute finden, dass er zu spät spielt. Okay, aber wo ist denn die Laute? Das ist die große Frage. Beziehungsweise, wie komme ich denn jetzt wieder zum Oleg? Wo war der? Ich bin ja von hier gekommen, ne? Schauen wir mal. Der Oleg. Der Oleg. Sag mir nicht, du hast das nicht gewusst. War genauso, also die ganze Zeit sind irgendwo in diesem Gebäude das wundert mich nicht. Diese Wanzen zu hören. Und zwar die leckeren Fleischwanzen. Also das sind ist wirklich Kunst. Nicht mein Problem. So. Das hat er doch vorher gewusst. Und Herbert, naja, okay, jetzt habe ich den Kreis gemacht. Jetzt mal schauen. Wo zum Geier? Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Also, das ist Oliver. Ah, Oliver. Ich hätte gerne etwas über Sean gewusst. Über Sean? So, so. Neugierig, was? Und wie? Was weißt du? Also, wenn ich ehrlich bin, nicht viel. Ich habe eigentlich ziemlich wenig mit Sean zu tun. Zuweilen gibt mir Mabo zwar den Auftrag, neue Heil- oder Mana-Tränke bei ihm zu holen. Den Auftrag gebe ich aber an Bruno weiter. Der hat auch einen Schlüssel zu Sean's Stube. Tja, sonst kann ich dir nur noch sagen, dass Sayan seit vielen Jahren in unseren Diensten steht. Also über sein Leben weißt du überhaupt nichts? Nein, darüber kann dir, wenn überhaupt, nur Marbot etwas sagen. Was sind das eigentlich nachts für seltsame Geräusche im Turmzimmer? Wahrscheinlich irgendwelche Experimente, keine Ahnung. Warum meidet Sayan die Leute und lässt sich selten außerhalb seiner Stube blicken? Naja, also ich finde, dass er ein ganz schöner Eigenbrötler ist. Ziemlich menschenscheu, der Bursche. Doch wenn du mehr über ihn erfahren willst, solltest du besser Marbot fragen. Ja. Hört sich vielversprechend an. So, das ist ja unser Händler hier. Uno. Ja, bei dem konnten wir ja nur handeln. So, Dele, schauen wir mal. Ich bin natürlich ja völlig deplatziert hier. Weil damals habe ich diesen Bereich sehr oft gemieden. Wie wieder bei Raimund. Ja. Oh, Leute. Ich bin echt so doof, hier mich auszukennen. Bin ich ja wieder... Oh, shit, ja. Okidoki. Moment mal. Das war auch beim allerersten Mal, wo ich das vor ein paar Jahren getestet habe, war das auch so bekloppt. Da habe ich diese Ecke hier nie gesehen. Diesen Durchgang. Da denkst du immer irgendwie, jo. Ja. Aber da hier sehr viel Action ist und die Leute sowieso nie an einem Platz sind, musst du sowieso hier immer rumrennen. Bruno, hat der noch irgendwie... Wegen dem Schlüssel zum Alchemistenzimmer. Aha. Wegen der Grundausbildung. Ich will euch das Ambus. Ja, okay. Bildet mich im einen. Ich will stärker und geschickter werden. Gut. Dann können wir noch Oliver hat mir gesagt, dass ihr den Schlüssel zum Alchemistenzimmer habt. Na klar habe ich den. Ich sagte dir doch, dass ich zuweilen die Heil- und Mana-Tränke bei Sayan hole. Ich würde euch gerne diese Aufgabe abnehmen. Warum denn das? Das ist doch lange bekannt. Ich würde mir gerne mal Sean Stube ansehen. Man darf halt nicht alles so glauben, was man aber hört. Von mir aus ist mir nur recht abgemacht. Wenn ich wieder von Oliver den Auftrag bekomme, einige Tränke zu holen, kannst du für mich gehen. Da kannst du eh nichts dran. Und wann wäre das wieder? Keine Ahnung. Frag mal ab und zu bei mir nach. Ich gebe dir dann den Schlüssel.
Und? Sonst noch irgendwelche Neuigkeiten, Burghauptmann? Oh ja, die Disziplin hier in der Burg wird von Tag zu Tag schlechter. Ihr Waffenknechte lungert immer häufiger ohne sinnvolle Beschäftigung herum. Keiner sieht mehr ein, ordnungsgemäß seinen Dienst zu versehen. Daher habe ich mich entschlossen, härter durchzugreifen. Die Wachdienstzeiten werden ab jetzt für jeden Mann verdoppelt. Das gilt auch für dich, Waffenknecht Roland. Ah ja, okay, das haben wir ja stets mitgekriegt. Jetzt hatten wir ja schon mal gekriegt. Wer erzählt denn sowas? Marbot! Na endlich! Marbot! Da bist du ja. So steht es in den Heiligen Schriften. Für den König! Kommandant, darf ich euch was fragen? Für Innus und den König, Soldat. Was willst du wissen? Ich hörte, dass das Burgtor verschlossen wurde. Warum? Nur eine Sicherheitsmaßnahme, Soldat. Es ist nämlich ein Schiff im Hafen angekommen. Und ich will verhindern, dass unsere Männer wie die Verrückten alle zum Hafen laufen. Was ist das denn für ein Schiff? Doch auf der Hand. Das königliche Kriegsschiff Albatros aus Vanguard. Kommandant ist der ehrenwerte Lord Baldwin. Das sind doch alles... Aus Vanguard? Darf man erfahren, warum das Kriegsschiff hier vor Arthanos ankert? Ja, das darf man wissen. Das ist doch nichts Neues. Die Albatros hat in Arthanos angelegt, um Proviant aufzunehmen. Zudem sucht Lord Baldwin noch einen tüchtigen Matrosen, da vor kurzem einer seiner Männer gestorben ist. Das hätte ich dir vorher sagen können. Was ist das Ziel der Albatros? Was ist das Ziel der Albatros? Das geht dich gar nichts an. Das Ziel der Albatros ist streng geheim. Und das soll es auch bleiben. Das ist doch nichts Neues. Und heute ist mal wieder alles klar. Auf der Albatros vor Athanos. Das hätte er doch besser wissen. Was wisst ihr über Sean, Kommandant? Wie, du willst etwas über Sean wissen? Was willst du denn genau wissen? Zunächst einmal, was ist Sean für ein Mann? Ich wäre mir da nicht verwirrt. Nun, er ist ein hervorragender Alchemist, der uns mit seinen Kenntnissen stets geholfen hat. Er versorgt uns ständig mit Heil- und Mana-Tränken, doch braut er auch spezielle Tränke für uns. Das liegt doch er ist ein zuverlässiger, verschwiegener Mann, der nur für seine Alchemie lebt. Er ist bereits seit vielen Jahren in unseren Diensten und er hat sich stets bewährt. Was wisst ihr über sein Leben, Kommandant? Nun, ich denke... Dass dich das gar nichts angeht. Darum werde ich dir auch nichts hierüber erzählen. Na gut, aber was sind das nachts für seltsame Geräusche im Turmzimmer? Das ist doch nichts Neues. Nun, Sean experimentiert viel, aber das ist ganz harmlos. Ihr solltet euch wirklich nicht unnötig Sorgen machen. Warum meidet Sean aber alle anderen Bewohner der Burg und lässt sich so gut wie nie außerhalb seiner Stube blicken? Aha, es brodelt wieder mal die Gerüchteküche, was? Doch ihr solltet den Mann nicht grundlos verdächtigen. Sean ist ein einsamer alter Mann, der nur noch seine Ruhe haben will. Das ist alles. Das hat er doch schon vorher gewusst. So steht es in den Heiligen Schriften. Wie lange soll denn das Burgtor verschlossen bleiben? Bis das Schiff wieder weg ist? Nein, das würde ich euch nicht zumuten, da die Albatros einige Tage vor Athanos liegen wird. Wenn Bertrand den Zugang zum Schiff unter Kontrolle hat, wird das Burgtor wieder geöffnet. Wie lange wird das dauern? Ich weiß es nicht, Soldat. Ich gab ihm den Auftrag, den Zugang zum Pier mit einer Mauer oder etwas Ähnlichem abzusichern. So ein Aufwand? Warum soll denn der Zugang zum Pier verschlossen werden? Das geht dich nichts an, Soldat. Ich werde dir schon früh genug sagen, wenn ihr die Burg wieder verlassen dürft. Und damit dir nicht langweilig wird, habe ich auch schon einen Auftrag für dich. So? Was soll ich denn für euch tun? Ich habe irgendwo in der Burg meine Pfeife liegen gelassen, aber ich kann sie nicht mehr finden. Nur eins weiß ich, in meinem Zimmer im Turm ist sie auf jeden Fall nicht. Da habe ich schon alles abgesucht. Auch bei unserem Alchemisten ist sie nicht. Habe Sean schon gefragt. Du brauchst also die beiden oberen Turmräume nicht mehr durchsuchen. Ich soll eure Pfeife suchen? Die kann doch überall sein. Eben, und aus diesem Grund wirst du sie suchen. Bäh, die hab ich schon. Hier, Kommandant, eure Pfeife.
Da ist ja das gute Stück. Das doch auf der Hand. Gut gemacht, Roland. Das soll mir sogar 25 Goldstücke wert sein. Hier. Was? Übrigens, Bertrand hat seine Vorbereitung beendet. Ich habe daher Ingolf mitgeteilt, dass er das Tor wieder öffnen kann. Ach, ist das geil. Wir sind richtig gut weitergekommen. Na gut, okay, sind auch schon fast hier eine Dreiviertelstunde. Aber ich mache, glaube ich, ein bisschen länger. Da wurde ich schon angesprochen. Ich würde gerne auf der Albatros anheuern. Ach ja, das müssen wir auch noch mal fragen. Darf niemand auf das Schiff? Hört mal, Kommandant. Ist das wirklich wahr, was ich gehört habe? Ihr habt unseren Leuten verboten, das Schiff zu betreten? Du fragst noch? Ich dachte, dass ich mich bereits unmissverständlich ausgedrückt habe. Aber na schön. Ja, es ist richtig. Niemand, hörst du, niemand darf auf das Schiff. Und ich rate jedem, sich danach zu verhalten. Die Wachen werden jeden augenblicklich niederschlagen lassen, der versuchen sollte, die Albatros zu betreten. Zudem muss sich derjenige, der meinen Befehl missachtet hat, mit einer sehr strengen Strafe rechnen. Warum darf denn niemand auf das Schiff? Unsere Soldaten hätten allzu gerne Neuigkeiten aus Methana erfahren. Das ist einer meiner Gründe, warum ihr das Schiff nicht betreten sollt. Die Situation auf dem Festland könnte euch allzu dramatisiert mitgeteilt werden. Wenn aber jemand etwas über die Situation in Vengard erfahren will, so frage er getrost nur mich. Oh ja. Ich würde gerne auf der Albatros anheuern. So würdest du das gerne? Aus welchem Grund denn? Gefällt es dir etwa nicht mehr auf Athanos? Nun, ihr wisst, dass ich gerne Paladin werden möchte und... Und du glaubst, dass dich Lord Baldwin sogleich dazu ernennen wird, was? Nein, natürlich nicht. Aber ich glaube, dass ich mehr Gelegenheiten bekommen könnte, mich zu bewähren, als wenn ich hier bliebe. Das ist nicht gesagt, Soldat. Athanos ist ein sehr wichtiger Stützpunkt von enormer strategischer Bedeutung. Gewiss, es war in den letzten Jahren sehr ruhig hier, aber ich glaube, dass ein Angriff der Orks nicht mehr lange auf sich warten lässt. Wieso? Hat euch Lord Baldwin etwa davon unterrichtet? Nein, hierüber konnte er mir nichts sagen, aber mein Gefühl sagt mir, dass was in der Luft liegt. Und auf mein Gefühl konnte ich mich schon immer verlassen. Man erzählt sich ja so einiges. Naja. Lass uns mal abwarten, was daraus wird. Aha. Ich handle stets in Inos Namen. Wie steht es um Vengard? Nun, die Situation ist nach wie vor ernst, aber die Disziplin unserer Truppen ist gut und wird auf Dauer den Feind zermürben. Geht es vielleicht auch etwas genauer? Was fällt dir ein? Werde bloß nicht frech, Soldat. Ich habe dir alles gesagt, was du wissen musst. Und mehr wirst du nicht von mir zu diesem Thema erfahren. Haben wir uns verstanden? Ja, ja, habe schon verstanden. War auch nicht anders zu erwarten. Aufsässiger Kerl, merk dir eins. Wenn du wirklich Paladin werden willst, musst du deinen Vorgesetzten unbedingt Vertrauen schenken. Ich bin ein Streiter Innos und ich werde euch stets gewissenhaft alle Informationen geben, die von Wichtigkeit sind. Dinge aber, die euch nur verwirren oder euch euren Mut oder Glauben nehmen könnten, behalte ich so lange für mich, solange sie euch gefährden könnten. Schließlich bin ich für euch alle verantwortlich. Vergiss das nicht, Soldat, und respektiere meinen Entschluss. Ich habe vollstes Verständnis dafür, dass ihr wissen wollt, wie es um die Hauptstadt steht. Aber glaubt mir, noch ist nichts verloren. König Roba wird alles tun, um die Orks zurückzuwerfen. Nun gut, war nicht so gemeint. Ja, wenn ich das jetzt frage, ist irrelevant. Das ist doch nichts. Weil ich bin noch lange nicht so weit. Wenn ich jetzt ins Logbuch gucke. Das war doch seine Entscheidung. Ja, da kann man sich was aussuchen. Und gucken wir mal, ob wir schon irgendwie eine erfüllte Mission haben. Oh, die vermisste Pfeife. Alex Laute. Gut, ich habe noch so spät nach dem. Naja. Ich war ja hier gerade auf dem Weg zu Oleg. Oh, das sind jetzt alles die anderen ganzen Leute. Ich wollte jetzt eigentlich zu Oleg. Oleg. Und ihm sagen, dass er zu spät spielt. Aber wie es halt eben bei diesem wunderschönen Spiel so ist,
Die NPCs oder Protagonisten oder die Leutchen hier, die sind, können irgendwo sein. Aber das Tolle ist, ich darf endlich raus. Und dann schauen wir mal. Erstmal hier. Das ist schön. Ritter. Wer ist denn er hier? Wer hockt denn da? Herbrand. Ach, der Herr Herbrand. Für den König. Ich grüße euch, Ritter Herbrand. Innos möge mit euch sein. Für den König, Roland. Auch ich grüße dich in Innos Namen. Was macht die Ausbildung unserer Männer? Die läuft vortrefflich, mein Junge. In der Hinsicht mache ich mir keine Sorgen. Doch fürchte ich, dass unsere Männer ihre neu erworbenen Kenntnisse in der Praxis nicht so bald anwenden können. Was uns fehlt, ist ein Feind. Doch woher nehmen? Obwohl wir mitten im Krieg sind, ist es auf Athanos doch immer ruhig geblieben. Und das wird wohl auch so bleiben. Ich kann das nicht glauben. Ich hätte gerne etwas über Sean erfahren. Über unseren Alchemisten? Was willst du wissen? Was ist das für ein Mann? Nun, viel kann ich dir nicht über ihn sagen. Er ist auf jeden Fall ein hervorragender Alchemist. Und er ist schon seit vielen Jahren in unseren Diensten. Er kam einst vom Festland zu uns. Wisst ihr etwas über sein Leben, Herbrand? Nein, dazu kann ich dir wirklich nichts sagen. Da solltest du besser Margot fragen. Was sind das eigentlich für seltsame Geräusche in der Nacht? Ach die, da kannst du ganz beruhigt sein. Das sind ganz harmlose Experimente. Warum meidet dann Cean die Leute und lässt sich selten außerhalb seiner Stube blicken? Nun, er ist ständig mit seinen Experimenten beschäftigt. Und er wird auch etwas menschenscheu sein. Aber mehr kann ich dir wirklich nicht über ihn sagen. Man erzählt sich ja so einiges. Ah ja. Ja, dieser Herbrand, diese Synchronstimme vom Herbrand, der ist ein bisschen komisch. Kommt der irgendwie aus dem Saarland oder so? Er hat nämlich so einen leicht dezenten Akzent. So. Und das nochmal hier angucken. Bei diesem schönen Wetter habe ich nämlich den ganzen Hof hier noch gar nicht richtig gesehen. Und, ich will raus. Ich will unbedingt raus. Aber da unten sieht es sehr interessant aus. Schön. So, wer ist er? Das ist ein Rekrut. Und dann machen wir nämlich hier schon mal einmal die Runde. Ich kann das nicht mehr hören. So, und hier ist das Türchen. Vielleicht kriegen wir die Quest jetzt. Oh, und zwar der Ingolf. Hey du! Ach, ist schon auf. Hallo Ingolf! Und? Gibt es etwas Neues? Ja, Roland. Ein Schiff ist in dem Hafen eingelaufen. Das königliche Kriegsschiff Albatros. Nur anschauen können wir es leider nicht. Der Fehl von Marbot. Eigentlich schade. Wer weiß, ob wir jemals wieder ein Schiff des Königs zu sehen bekommen. Ingolf. Da. Was macht ihr denn? Ich hab's immer noch drauf. Okay. Die haben hier die, ach, die haben hier die Ratten erledigt. Das ist auch nett. Nicht zu holen. Super klasse. Die Ratten. Die Ratten haben sie erledigt. Also mal gucken. So, wo ist jetzt Oleg? Wo habe ich denn den eigentlich getroffen? Habe ich den irgendwo getroffen? Ach, was sind das eigentlich nur für lustige Türen hier? War ich hier schon drin, ne? Ich glaube ja, zu Anfang. Oh. Geht einfach so auf. Ist ein Schloss vor. Okay. Merkwürdig. So, hier ist unser Schmied. Der Theodor. Hey. Hallo Theodor. Na, viel zu tun? Große Aufträge habe ich hier schon lange nicht mehr erhalten. Ein Schmied wie ich wird erst richtig in Kriegszeiten gebraucht. Okidoki. Oh, hier. Was ist denn das? Säge? Werkbank? Die ist ja geil. Guck dir das an. Guckst du? Werkbank?
Scheiße geil. Kannst du machen viel mit Holz? Schön. Gucken wir mal, ob wir was machen können. Ja. Aha. Amulette schmieden, Ringe schmieden, Rüstung verbessern, Pfeile herstellen, Bolzen bearbeiten und, ganz wichtig, Ende. Okay, in diesem Sinne gucken wir noch mal ein bisschen weiter. Ich bin erstmal hier auf den Ego-Modus. Da ist auch noch ein Hammer. Da ist auch noch ein Hammer. Den will ich haben, den Hammer. Haben wir den Hammer jetzt? Nee, hier steht nur Werkbank. So, Werkbank. Da ist auch ein Schmiedehammer oder irgendein Hammer. Kriegen wir den Hammer nicht? Okay, dann haben wir den Hammer nicht. Gut. Ich muss mich erstmal konzentrieren. Ich muss mich erstmal hier orientieren, wo hier so die einzelnen Leute ihre Wegepunkte haben. Schon genug Probleme hätte. Oleg. Wo ist dieser Oleg? Ich kann das nicht mehr hören. Ja, jetzt bin ich wieder hier bei den zittrigen Rittern Ganelon. Und so weiter. Das war keine große Sache. So, Oleg, Lolleg. Wo war denn der Oleg noch? Muss ja mal aufpassen, was man so rum erzählt. War der unten am Üben? Möglich ist alles. Kann das sein, dass er unten geübt hat? Von mir hat er das nicht. Lass uns mal abwarten, was daraus wird. Also, mal gucken. Das hätte er doch besser wissen müssen. Nee. Genau das habe ich auch gesagt. Das kann er nicht ewig sein. War das jetzt hier oder was? Das war keine gute Sache. Wenzel? Das ist doch alles das Schrüchte. Blind? Also hier in der Nähe muss Oleg sein, das weiß ich. Waffenknackt. Waffenknackt. Warum erfahre ich das jetzt erst? Glauben, was man hört. Hier, vielleicht die beiden. Man erzählt sich ja so einiges. Wenzel? Bruno? Herbert? Glaubst du wirklich? Sowas keine Zeit. Und? Warum hört und Volker ist jetzt hier oben? Hey! Warum erfahre ich das erst jetzt? Sei gegrüßt! Das kommt ganz darauf an, Soldat. Ich heiße übrigens Volker. Was willst du wissen? Warum seid ihr hier nach Athanos gekommen? Nun, wir wollen Proviant aufnehmen und unsere Mannschaft ergänzen. Ihr braucht also einen neuen Matrosen. Ja, das ist richtig. Aber wende dich mit deinen weiteren Fragen besser an Erik. Lord Baldwin hat ihm persönlich den Auftrag gegeben, den neuen Matrosen auszuwählen. Ich hingegen habe nur den Auftrag, den Proviant zu beschaffen. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Ja, sorry, dass ich eben gerade meine Konversation abgedrückt habe oben. Ich bin mir da nicht so sicher. Das ist doch nichts Neues. So. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Das war keine große Sache. Der Oleg muss doch hier gewesen sein. Das sind doch alles nur Gerüchte. Da sind wieder die Peoples. Warum erfahre ich das erst jetzt? Erzähl mir, was du erlebt hast, Wenzel. Mich fragt ja keiner. Über den Schmuggel, über die versunkene Flotte, über die alte Bibliothek, ja nicht, dass das alles über ist. Den Rattenkönig. Aha. Das machen wir in einem anderen Kapitel. Ich möchte ganz gerne noch eine Quest abschließen. Das immer so einfach so vor. Bevor ich hier durchgehe. Oder das Spielchen stürzt. Nee, stürzt nicht. Ich hab mir das schon gedacht. Ich kenn sowas. Und da war der Oleg doch da oben. Weil Volker war ja immer hier am Stehen. Jetzt ist Oliver hier. Nee, Oliver war das ja, richtig, ja. So, dann ist er hier der Uno. Muss ich mir merken. Ich kann Uno. Das nicht mehr hören. Für die ist doch klar. Waffen zuständig. Das war keine. Geh immer gerne runter. Keine Ahnung, was du bist. Ich hab da meine eigene Meinung. Unglaublich. Der Raimund. Der Knastinger. Meine Meinung will ja keiner hören. Erzähl mir nicht, ich kenn's. Wo es donnert. Noch mehr scheiß Wetter draußen.
Ich werde ich hätte das nicht gedacht. Ich kann das nicht glauben. Und glaub ja nicht, dass das alles ist. Moment mal. Das hätte er doch besser wissen müssen. Ich werde hey, du, was machst du denn das schon wieder her? Oh, oh, lass uns mal das nicht so sagen. Ich habe meine eigene Meinung. Immer glaubst du das wirklich? Ich hab was anderes gehört. Wo geht's denn hier lang? Das kann doch nicht so sein. Da kommt Bix. Alles glauben, was man hört. Mich brauchst du das nicht zu was haben wir denn hier? Vorratskeller? Weinkeller? Oh, weia. Das ist aber viel Wein. Soll ich den jetzt nehmen oder was? Nee. Nee. Da vergreife ich mich noch nicht dran. Wahrscheinlich muss ich irgendwie noch. Stopp mal, was haben wir denn hier Lustiges? Da haben wir mal Glück, dass wir Pech gefunden haben. Das war keine Die Probleme habe ich kommen sehen. Das wird sich nie ändern. So, das ist die große Halle. Das kann er nicht. Erik, sollten wir ja mal anquatschen? Keine Ahnung, sag du es mir. Willkommen, Paladin. Mein Name ist Roland. Im Namen Inos begrüße ich dich. Auch ich grüße dich, Soldat. Ich bin Erik. Was willst du von mir? Darf ich erfahren, warum ihr nach Arthanos gekommen seid? Ja, das darfst du. Wir benötigen zunächst Proviant für unsere Weiterreise. Ferner brauchen wir noch einen Matrosen. Beides hoffen wir hier zu bekommen. Keine Ahnung. Ich kann das nicht mehr hören. Ich werde nicht. Wohin geht eure Reise, wenn ihr Arthanos wieder verlassen habt? Ich hätte das nicht. Tut mir leid, aber dazu dürfen wir dir überhaupt nichts sagen. Frage mich lieber etwas anderes. Daran wird sich nie etwas ändern. Ja, wer ist euer Anführer? Wer ist euer Anführer? Das ist der ehrenwerte Lord Baldwin, Soldat. Seine Vertreter sind die beiden Paladine Gernot und Ganelun. Daher hat Lord Baldwin Sir Ganelun zu dem Anführer unserer Gesandtschaft an euren Kommandanten Marbot ernannt. Ganelun hat den Auftrag, Kommandant Marbot über die militärische Situation auf dem Festland zu berichten, während mein Kamerad Volker sich um die Beschaffung des Proviantes kümmern soll. Ich hingegen bin von Lord Baldwin beauftragt worden, einen neuen Matrosen für unser Schiff zu suchen. Ich hoffe daher, dass Marbot uns genug Bewerber zur Verfügung stellen wird, damit ich den besten Mann für unsere Mission auswählen kann. Ich würde gerne bei euch anheuern. Man erzählt sich ja so einiges. Ausgezeichnet! Dann melde das sofort deinem Kommandanten, damit er dich schon einmal vormerken kann. Das ist doch nichts Neues. Wie steht es um Vengar? Wird die Stadt noch gehalten? Ja, in Inos Name. Sie wird noch gehalten. Die Mauern Vengars sind stark. Und solange sie halten, werden die Orks unsere Hauptstadt nicht bezwingen. Und was geschieht, wenn Vengars Mauern fallen? Wenn die Orks in die Stadt eindringen? Das ist eine Frage, welche du dir nicht stellen solltest, Soldat. Aber falls dies geschehen sollte, dann bleibt dem König noch ein letztes Mittel, um einen Sieg der Orks zu verhindern. Was ist das für ein letztes Mittel? Das werde ich dir nicht verraten, Soldat. Begnüge dich damit zu wissen, dass noch nicht alles verloren ist. Ja, schön. Da haben wir ja so einiges erfahren. Das kann Marbot noch mal quaken. Nun, was ist jetzt? Kann ich jetzt anheuern? Ja oder nein? Na, das ist ja. Nun, was ist? Kann ich jetzt anheuern? Ja oder nein? Nein, kannst du nicht, Soldat. Ich habe Lord Baldwin noch gar nicht zugestimmt. Und ich werde es wahrscheinlich auch nicht. Aber warum denn nicht? Warum seid ihr dagegen, Kommandant? Nun, eigentlich geht dich das gar nichts an, denn schließlich bin ich als Kommandant nicht verpflichtet, einem einfachen Soldaten Auskünfte zu geben. Da ich aber heute meinen guten Tag habe, will ich so gnädig sein und dir den Grund mitteilen. Ich sagte dir ja bereits, dass jederzeit damit zu rechnen ist, dass uns die Ork angreifen.
Da brauche ich jeden Mann. Das interessiert mich nicht. Die orkische Kriegsflotte wird es schließlich nicht mehr länger hinnehmen, eine strategisch wichtige Festung wie Athanos in ihrem Rücken zu haben. Und deshalb kannst du es vergessen, jemals an Bord zu kommen. Verstanden? Ja, ja, schon gut. Ich habe verstanden. Kapiert. Was daraus wird. Also, das wird noch was. Ah ja, immer wieder das Gleiche. Gut, Volker. Da war noch dieser. Ach ja, Ganelun. Hallo. Was willst du? Siehst du nicht, dass du störst? Ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Ich glaube ja nicht, dass das alles ist. Aha. Das hätte er doch besser wissen müssen. Ich sehe gerade hier in meinem Vorschaufenster, ich habe oben die Überschrift vergessen. Also für alle, die nicht wissen sollten, worum es hier geht, werde ich es mal eben kurz einblenden. Und zwar, es handelt sich um dieses Spiel, nicht wahr? Sololo. Herrlich. Gut, ich würde mal sagen, wir haben hier über eine Stunde schon gespielt. Das ist ja auch ein sehr komplexes Spielchen. Wir werden nochmal den Sonnenuntergang angucken. Und ich darf mich an dieser Stelle von euch verabschieden. Und Daumen hoch, verfolgt mich, schreibt was in die Kommentare. Und beim nächsten Mal geht's weiter. Tschüss und schönes Osterfest. Weil wir haben heute Donnerstag. Und ich würde es wohl Freitag hier hochladen. Also, frohe Ostern und lasst die Eier in Ruhe. Tschüss.